good. Was geht ab, Freunde? Sascha von Skill Gaming TV aus Video und herzlich willkommen zur 5. Folge von Mario Balotellis zweite Chance. Wir haben jetzt also schon 5 Non-Rare Goldspieler. 3 sind brandneu, würde ich mal sagen, zu einem unser rechter Innenverteidiger Salvatore Boccetti und unser linker Innenverteidiger Angelo Ogbonna, einmal von Spartak Moskau und einmal von Juventus Turin. Unser Linkverteidiger ist dann noch Domenico Criscito. Ganz komplizierter Name da. Italiener von Zenit St. Petersburg. Natürlich Italiener, ist ja klar. Hier ist auch schon unser Gegner für diese Episode. Wieder eine kürzere Episode, nur ein Spiel. Aber dafür ziemlich torreich, würde ich jetzt mal schon vorwegnehmen. Unser Gegner hat ein Pace-Team, würde ich mal sagen, jedenfalls vorne drin mit Ibarbo und José Calderón in Form. Kelvin hat auf dem linken Mittelfeld stehen, keine Ahnung warum, wegen Jackson Martinez wahrscheinlich. Ja, also starkes Team, würde ich mal sagen, aber wir haben in der 7. Minute gleich mal die erste Chance über Mario Balotelli natürlich. Geht dann mit der Schussfinte nach innen und haut den Ball in der 7. Minute zum 1:0. Zur Führung für uns ins Netz. Richtig starker Zone. Ganz stark vorbeigegangen mit der Schussfinte. Und dann lässt er sich auch feiern da. Hier nochmal schön zu sehen. Starke Schussfinte und dennoch mit etwas Glück ins Tor. 7. Spielminute, also schon eine frühe Führung. Und wir sind immer noch in der Anfangsphase, in der 9. Spielminute. Schöner Ball auf Balotelli. Der Keeper kommt raus und oh mein Gott, was ein Fail von FIFA. Und dafür bin ich natürlich auch mit den Jubel entschuldigt. Solche Tore nimmt man zwar auch gerne mit, aber ist auch schon irgendwie scheiße für den Gegner, muss man auch mal ehrlich zugeben. Hier nochmal zu sehen, da kommt der Keeper und der springt einfach eiskalt am Ball vorbei. FIFA 15 Torwart Engine, naja, ne. Ich hoffe, dass FIFA 16, da sind die Engine wahrscheinlich ziemlich gut. Nächste Szene für uns und da steht es auch schon 0:3, 14. Spielminute. Pinzi war das, glaube ich. Hab hier noch ein bisschen drumherum geredet über das 2:0 und dann ist hier auch schon nächste Szene das 3:0 gefahren über Pinzi mit der Nummer 6 links unten ins Eck. Unhyper. Jetzt kommt mal unser Gegner in der 17. Minute, ist durch und haut den Ball auch gleich mal mit seiner ersten Möglichkeit ins Tor. War auch stark gemacht von ihm. Wir kamen da leider nicht hinterher. Guarin war zu schnell, aber das wollen wir natürlich nicht lange auf uns sitzen lassen. Burini geht hier eiskalt mit 3 Schussfinden vorbei und dann wird er umgehauen von seinen Innenverteidiger, denke ich mal, war das. Ne, das sieht aus, war das Guarin? Ja, der sieht aus wie Guarin mit einer 30, keine Ahnung, der gerade das 1:3 gemacht hat. Foult jetzt unseren Burini und Burini holt dadurch einen Elfmeter raus. Den wird natürlich in der 20. Spielminute Mario Balotelli treten gegen Helton, der schon einen riesigen Fehler gemacht hat. Tanzt ein bisschen rum, der Keeper da von ihnen und Balotelli nutzt das natürlich eiskalt. Rechts oben haut er den Ball rein, umhaltbar würde ich mal sagen. Keeper war in der rechten Ecke, aber kommt er nicht ran. 4:1 für uns nach 20 Minuten. Die erste Halbzeit ist immer noch nicht rum. 40. Minute sind wir schon. Balotelli mit einem Fehlpass, aber der Gegner kann nicht gut klären. Balotelli mit dem linken Fuß an den linken Pfosten. Hat der Gegner nochmal sehr viel Glück gehabt, dass wir nicht mit 5:1 in die Halbzeitpause gehen, somit gehen wir nur mit 4:1 in die Halbzeitpause. 60% Ballbesitz hatten wir und deutlich mehr Schüsse. Wir springen rein in die zweite Hälfte. Jetzt sind wir schon in der 76. Spielminute. Ist Criscito da durch mit der Schussfinte, noch eine Schussfinte und der Gegner kriegt den Ball einfach nicht. Jetzt müssen wir flanken. Flanken natürlich auch in der Mitte steht nicht Mario Balotelli, sondern unser linker ZM oder sogar ZOM, keine Ahnung. Saponara, wie man ihn ausspricht, keine Ahnung. Und anders ist auch nichts mehr passiert, also sehr wenige Aktionen in der zweiten Halbzeit, nur ein Tor gefallen und sonst war es auch eine langweilige zweite Halbzeit, muss ich ganz ehrlich zugeben. Wir mussten nicht mehr so viel machen, wir haben 4:1 gefühlt, haben dennoch ein Ding gemacht, 5:1, würde ich mal sagen, war verdient, hier nochmal das erste Tor zu sehen, schöne Schussfinde, dann nochmal schön zu sehen und dann, ja, eiskalt abgeschlossen mit etwas Glück. Spieler des Spiels ist natürlich Mario Balotelli mit 3 Toren und da war es das schon von dieser Episode. Ich würde mich natürlich wieder über einen Daumen nach oben freuen. Dann haut rein, bis zur nächsten Folge und ciao. I'm so in love with you.